Im heutigen Origami-Tutorial will ich euch zeigen, wie man Hack von Hanga bastelt. So soll er am Ende aussehen und seine Funktion, wie man vielleicht schon erahnen kann, soll irgendwas Witziges haben. Und zwar kann man es zum Beispiel bei Partyspielen anwenden. Man soll zum Beispiel, wenn man jetzt den nimmt, dass dieser zum Beispiel etwas verschluckt. Etwas verschluckt. Und das ist nicht so einfach, wie man sehen kann. Ja, also Spaß beiseite. Ich will euch jetzt nicht zeigen, wie man das ganze Zeit rumspielt, sondern wie man diesen bastelt. Dafür benötigen wir ein quadratisches Blatt Papier und natürlich einen Stift für die Augen. Dieses quadratische Blatt Papier natürlich knicken wir einmal in der Mitte, sodass wir dass die Kanten auch aneinander liegen und natürlich auch noch mal ein zur Seite drehen und dann noch mal knicken, sodass wir ein Kreuz fabrizieren in der Mitte. Wenn wir so ein kleines quadratisches Rechteck haben, Quadrat haben, meinte ich, dann falten wir das Ganze wieder auf. Und wie ich schon angedeutet oder auch gesagt hatte, wollten wir, dass hier ein Kreuz entsteht. Denn dieses benutzen wir dafür, dass wir die Spitzen jetzt zueinander, also zur Mitte hin, falten. Das heißt, alle vier Felder falten wir genau zur Mitte hin. Sodass das Ganze dann. Entschuldigung, da war der Abgrund. Sodass das Ganze so aussieht. Wenn wir das haben, dann wenden wir das Ganze und wiederholen dieses Spiel aufs Neue. Dass wir wieder die Spitze nach oben zeigen, nach unten, zu den Seiten und dass wir das Ganze wieder zur Mitte hin falten. So. Wenn das Ganze jetzt genauso aussieht, wie ich es habe, dann ist es so, dass, wenn wir mal umdrehen und anschauen, dass wir hier vier große Flächen haben und hier kleinere. Und diese Seite benutzen wir, nicht die andere. Und zwar jetzt drehen wir das Ganze einfach mal um und knicken das Ganze einmal so, dass das Ganze dann so aussieht. Und jetzt kommt das Schwere oder etwas Kompliziertere oder Kniffligere. Und zwar wollen wir, dass dieses verschwindet. Das heißt, wir machen so, dass wir es einknicken, das Ganze. Ein bisschen drauf aufpassen, dass es auch ein bisschen auch gerade, also rechteckig. Wir wollen nämlich ein Rechteck fabrizieren oder ein Dreieck besser gesagt. So, erste Seite ist geschafft und jetzt drehen wir das Ganze nochmal herum, sodass die Ecke hier noch auf der rechten Seite wieder ist. Dann machen wir dasselbe Spiel wie gerade eben. Hier reindrücken. Und schließen. So. Ich weiß, es sieht jetzt gerade nicht perfekt aus. Ich hoffentlich habt ihr es besser hinbekommen als ich. Es ist immer dieser Vorführeffekt. Aber naja. So.
erfüllt er trotzdem seinen Zweck. Wenn wir das Ganze jetzt haben, dann ist es so, dass das Ganze so aussieht, müsste aussehen. Das heißt, wir knicken jetzt die Kanten hier so ein bisschen, sodass wir eine Sternform kriegen. Das Ganze dann so ungefähr aussieht. Dann drehen wir das schöne Stück. Und wie man schon schön erkennen kann, sieht es doch schon recht ähnlich aus. Was jetzt nur fehlt, ist das hier. Und das machen wir ganz einfach, indem wir einfach eins sowas nehmen und nach vorne ziehen, ein bisschen herausdrücken und voilà, das Gesicht oder das Maul ist fertig. Nur okay, nicht ganz. Eine Sache fehlt und das mache ich ganz kurz. Dazu nehmen wir jetzt den Stift, den ich vorhin gezeigt hatte. Kann auch ein ganz normaler sein, Hauptsache irgendein und mein unter Augen drauf. Ein Kollagieren und das zweite Kollagieren. Jetzt nochmal wieder rausholen. Und fertig ist unser Origami. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln, Spielen und Spaß haben. Bis zum nächsten Mal bei meinem Origami-Tutorial.